hier muss. Okay, alles ist gut. Irgendwo. Ja, der hat sogar Mörser. Wo ist das? Ich muss wirklich. Also eins in. Also entweder hier, da oder da. Und hier ist es nicht, also muss es entweder da. Runter, sonst wirst du entdeckt. Von wem denn? Meine Güte. Bestimmt malt er mich nicht. Ja, das hätte ich auch komisch gefunden, wenn hier der Störsender ist bei so einem baufälligen Haus. Dann wahrscheinlich. Zunächst mal hier. Ich glaube, hier ist es. So, unten war auch. Nee, hier ist es auch nicht. Oh, jetzt kommen wir auch mal hier liegen. Wir werden dich sehen, warte. Ja, ja, ja. Heli im Anflug. So, wo ist jetzt dieser dämliche Störsender? Der stört ein bisschen. Also hier unten. Also hier die drei Häuser sind nicht. Dann eigentlich nur noch die drei Häuser bei denen. Fahren die jetzt endlich bitte? Da nähert sich ein Helikopter. Ja, ich weiß. Du fliegst auf, bleib zurück. Warte. Sauber, alles sauber. Das nervt echt. So. Hier laufen Gegner rum. Diese Wägen. Wenn die jetzt noch einmal zurückkommen, mache ich sie platt. Wenn sie jetzt da bei der Kurve. Wieso verdächtig? Wieso verdammt nochmal verdächtig? Das ist ein Bug, ne? Verstanden. Unterwegs. Gehe in Position. Brauche neue Position. Moment. Such eine gute Schusslinie. Ich habe das Ziel. Ziel erfasst. Schussbereit. Granate kommt. Come mierda, culeros. Hört sich an. Was ist das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Ich glaube.
Ich hätte gar nicht das mit den simultanen Schuss machen müssen. Aber das war sicherheitshalber. Gut. Guter Wurf. Gute Schüsse. Endlich sind wir wieder rein. So, hier ist nochmal Muni. Hier ist nix. Oder ist es vielleicht wirklich hier drin gewesen? Hi. Weil hier war da. Hier war ja ein paar drin. Aber es sieht echt. Nicht. Wo ist denn jetzt der blöde Störer? Führt mich immer zu hier in den Mittelpunkt der Straße. Setze Drohne ein. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Wow, das war Arbeit. Ja, mach ich ja. Die noch irgendwie anders scannen. So, es läuft ja schon die ganze Zeit. Einfach mal links oben schauen, ne? Scan abgeschlossen. Hoffentlich findet sich in Pericos Aufenthaltsort. So, sehr beautiful. Sehr gut, sehr gut. Gute Neuigkeiten. Dank der gefundenen Pläne und dem Datenscan wissen wir, dass Perico ein einfaches Frequency Agility Programm benutzt, um das Signal zu verschlüsseln. Aber um das Signal für Pakataris Rede zu kapern, brauchen wir noch den Code. Richtig, wir haben genug Daten, um Perico ausfindig zu machen. Statten Sie ihm einen unfreundlichen Besuch ab und holen Sie sich den Code. Bowman schickt Hintergrundinfos zu DJ Perico. Dann schauen wir mal. DJ Perico, der Papagei. Er träumte davon, ein Mixtape-DJ zu sein, was eigentlich nur bedeutet, Geld mit den Songs anderer zu verdienen. DJ Perico! Zum Glück für die Musikindustrie hatte das Leben andere Pläne. Straßenjunge mit 13, Crack mit 14, versuchter Mord mit 15. Bevor er in den Bau musste, floh er nach Mexiko. Er hatte einen Cousin bei Santa Blanca. Durch ihn bekam er einen Job als Sicario, als Profikiller.
Wenn die bei Santa Blanca genau hingesehen hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass er nichts drauf hat. Ich meine, versuchter Mord. So wie bei den zwei Typen, die er auf den Vordersitzen eines Autos verfehlt hat. Armselig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er jedem im Kartell auf die Nüsse ging und sein Arsch wieder über die Grenze geflogen kam. Allerdings fand El Sueño Gefallen an ihm. Perico war lustig. Er kann keine Pistole abfeuern, aber dafür Worte. Also, guten Morgen, Bolivia! Gab es einen neuen Job. Piratensender. Propaganda über den Aufstieg von Santa Blanca verbreiten. Ein super Tag für Kokain. Aber hey, ist es doch immer. Einen besonderen Gruß an meine Jungs in Pucara, die gerade El Sueños finale Finca bauen. Lass es aber langsam angehen, okay, Jungs? DJ Perico ist Sueños Papagei. Geben wir ihm was Neues zum Plappern. Okay. Oh, schon wieder da oben. Wir wissen, wo Perico ist. Schnappen Sie den kleinen Wichser und entlocken Sie ihm seinen Code. Wir verwandeln Radio Santa Blanca in Radio Free Bolivia. Meine Leute haben Hinweise auf einen Truck gefunden, der wertvolle Repliken zu Sueños Mausoleum transportiert. Es ist nicht eure Hauptaufgabe, aber so verletzt ihr Sueños Stolz. Klar. Wenn sich die Chance bietet, machen wir den Konvoi platt, bevor er Sueños Schrein erreicht. Da unten. Was? El Sueño schickte einen Konvoi mit persönlichen Gegenständen in sein Privatmausoleum. Ja, Sie haben richtig gehört. Stoppen und zerstören Sie die Trucks. Dann muss ich zuerst Richtung Helikopter. So. Wo ist mein Helikopter? Irgendwo hier oben, ne? Wieder den Hügel, glaube ich. Da. Sehr gut gepackt. Sehr gut. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Ja, wie immer. So, dann gehen wir mal auf die Jagd nach dem Konvoi. Also irgendwie man halt von hier das Mausoleum sieht. Gut, 5 Kilometer 4. So. Dann gönnen wir uns mal den Tessin Tee. So, ich bin mal gespannt. Ja. Wie schwer das jetzt wird, weil an sich, wir haben ja, glaube ich, schon zwei oder dreimal dieses Mausoleum gekapert. Dann würde ich mal behaupten, es gibt Easy. So. Wir haben ja keinen Zeitdruck, ne?
Wir könnten auch das alles so töten, und wenn die abhauen, dann holen wir uns. Sehr eingeschätzt, Tom. Dann holen wir uns einfach die mit dem Helikopter. Easy. Markiere Feind. So, hier sind auch noch welche. Hab noch einen, macht 5. Da drin ist einer. Ja, komm. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay, dann ist da wohl keiner. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay. Hey, Sniper auf dem Dach. Easy für uns. Ich sehe zu. Da war noch einer. Markiere einen Hauptmann. Einen brauche ich noch. Also, dann erstmal. Ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Ziel erfasst. Bin bereit. Sekunde, geh in Position. Und einen den da. Roger, Ziel markiert. Kann loslegen. Kein Ziel, wiederhole. Kein Ziel. Der Scharfschütze hat sich nicht bewegt, ne? Problem ist, dass der genau zu den anderen Scharfschützen schaut. Und jetzt bekommt er sogar noch Besuch. Schau ich mal. Geh in Position. Bin schussbereit. Tango getroffen. Runter, die werden dich sehen. Willst du mich verarschen? Ich sehe mich gar nicht.
macht das sehr gut, Jungs. Sehr gut. Da muss ich noch bekommen und den da. Ja, servus. Roger, ich gehe in Position. Brauche neue Position. Verstanden, unterwegs. Ziel erfasst. Ich hab das Ziel. Aber ein Ziel. Konflikt. Okay. Das ist da zwei Raum. Gut. Voll Face-Scratching an diesem Wellblech da. So, super. Und dann holen wir uns noch den da. Sieht gut aus. Kommt. Da ist es. Ja. Ja. Einmal hier. Und einmal hier. Und I? Nee, J. Nee. Ich mach dann einfach so. Wir haben vier. Warte, ich wollte den Trupp, den Widerstand erhöhen. Oder Waffen. Zieldauer. Alter, ich bin ja Level 14, das ist geil. Munition Aufbewahrung bei einem Neustand für die. Ja, okay, Munition aufgefüllt. Verbesserter Schalldämpfer. 6000. Zieldauer. Okay. Tempo, Objekte, Blendgranate, Signal.
Autoschild lautloses Laufen. Ja, das ist eigentlich auch geil. Wow, das ist geil. Das ist richtig gut. So, dann mache ich die mal fertig. Nächstes Mal bitte nicht so laut schreien, ne? Gut, kann ich mit dem? Natürlich nicht. Zu easy. Granate fliegt. Nehmt das. Granate kommt. Come mierda, culeros. Ziel zerstört. Ich schätze, Suenio kriegt sein Mausoleum auch ohne den Kram, oder? Klar, aber ohne Bling gibt's nur eine große Kiste. Sehr schön. Sehr schön. So. Dann holen wir unser Hubschrauber und machen den DJ-Kanal.